für eine Service-Durchsage. Der Alter des Fahrzeuges mit dem amtlichen Kennzeichen Bochum JR811. Juhu, Tor, 1-0, yes!
liebe Mitarbeiter von der Presse, ich darf Sie herzlich begrüßen hier zur Pressekonferenz im Anschluss an das erste Vorbereitungsspiel der SG Wattenscheid 09 auf die Regionalliga-Saison 2013-2014. Ich begrüße an meiner Seite die beiden Trainer, zum einen Mike Büskens von Fortuna Düsseldorf, zum anderen André Pawlak von der SG Wattenscheid 09. Im Namen des Vorstands und auch unseres sportlichen Leiters möchte ich mich herzlich bei den Verantwortlichen der Fortuna, speziell auch bei Mike Büskens, bedanken, dass dieses Freundschaftsspiel so komplikationslos und ohne großen Aufwand über die Bühne gebracht bzw. realisiert werden konnte. Dafür ein herzlicher Dank an die Fortuna und auch die Zuschauerzahl von 1688, die heute den Weg in die Lohheide gefunden haben, spricht eine deutliche Sprache, dass das Interesse an dieser Partie und natürlich auch an der SG Wattenscheid 09 wieder immens groß ist. Das Spiel ging mit 0:2 an unsere Gäste und wie es sich gehört, hat zunächst der Trainer der Gastmannschaft, Mike Büskens, die Möglichkeit, das Spiel und die Situation in Worte zu fassen. Ich werde es versuchen. Also zuallererst muss ich der SG gratulieren, weil ich denke, dass sie heute ein richtig gutes Spiel abgeliefert haben, obwohl sie, seit wann seid ihr im Training? Dienstag. Seit Dienstag erst im Training sind. Sie waren sehr, sehr gut organisiert. Wir haben gesehen, dass wir speziell auch in der ersten Halbzeit Probleme hatten, in dieser Organisation der Wattenscheider Lücken zu finden. Da waren wir teilweise zu statisch, da war wenig Bewegung ohne Ball auch, sodass wir uns schwer getan haben, Möglichkeiten zu kreieren. Es waren vielleicht zwei in Ansätzen drei, wo wir dann aber auch in der letzten Aktion in zwei Situationen den besser Postierten übersehen haben und selbst den Abschluss gesucht haben, jeweils vom 16er hatten dann nach Standards durch Dustin Baumheuer auch nochmal zwei Möglichkeiten, aber alles in allem haben wir speziell in der ersten Halbzeit die Lücken nicht gefunden. Das ist dann in der zweiten Halbzeit besser geworden, wo wir uns auch aus dem Spiel heraus einige Chancen herausgespielt haben, kreiert haben, indem wir dann auch versucht haben, etwas direkter zu spielen. Alles in allem war es ein Spiel, was wir so annehmen müssen, ja, weil wir in einer Phase sind, wo wir vom Kopf her etwas müde waren und in der einen oder anderen Situation halt gegen einen sehr gut organisierten Gegner dann die Lücken nicht gefunden haben. Danke. Ja, herzlichen Dank, Mike Büskens. Und nun hat unser Trainer André Pawlak die Möglichkeit, die Eindrücke des ersten Testspiels in der laufenden Vorbereitung in Worte zu fassen. Okay, vielen Dank. Ich versuche es auch. Mike, auch herzlichen Glückwunsch erstmal natürlich an dich. Ist ein Sieg, der sicherlich verdient ist, keine Frage, darüber müssen wir klar nicht reden. Dennoch bin ich mit meiner Mannschaft sehr zufrieden. Mike hat es ja gerade schon gesagt, wir befinden uns erst seit Dienstag im Training. Wir haben Urlaubsrückkehrer gehabt heute erst mit Preissing und Rathmann. Wir haben noch 6 Mann nicht da. Von daher muss man schon sagen, die Jungs haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das war sicherlich unsere Vorgabe, war, wir wollten der Fortuna ein guter Gegner sein. Wir wollen ihnen das Leben richtig schwer machen, durch enge Räume, durch gutes Verschieben seitlich, dass wir die Räume einfach zukriegen. Ich glaube, dass die Mannschaft das sehr gut gemacht hat. Aus dem Spiel heraus haben wir nicht so wahnsinnig viel zugelassen. In der ersten Halbzeit gab es eine Phase, wo ziemlich viele Standardsituationen hintereinander kamen. Da wurde es ein paar Mal gefährlich. Mike hat es gesagt, wo Baumheuer gefährlich war. Wir hatten die eine oder andere seine Situation nach vorne über Kahn Bulut oder auch durch Trisic, wo das durchaus mal gefährlich war, wo man sagt, diese Nadelstiche, die wir setzen wollten, diese 2, 3, 4 pro Halbzeit, das hat geklappt. Am Ende war es auch nochmal mit Maslon und Plauke die Chancen, wo wir durchaus vielleicht hätten auch ein Tor erzielen können. Trotzdem, wir alles in allem, auch die ganzen Wechsel, auch die Leute, die wir reingebracht haben, nachher auch gerade Oktay aus der A-Jugend oder auch Bartosz aus der zweiten Mannschaft, die haben ihre Sache sehr, sehr gut gemacht heute. Und wie gesagt, wir waren ein guter Gegner, denke ich, und für den Stand der Vorbereitung bin ich sehr zufrieden. Und das lässt natürlich auf jeden Fall auch hoffen für die Zukunft und für das, was noch kommt. Ich wünsche der Fortuna, gerade auch Mike, ganz persönlich alles Gute für die neue Saison. Ich drücke euch echt fest die Daumen, dass ihr da oben bei seid. Und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann dann nochmal wieder auf dem Platz. Vielen Dank.